Es gibt Künstler in der Show, die die ganze Saison durcharbeiten, wie zum Beispiel Luise und ich in diesem Jahr auch. Und dann gibt es Artisten, die für einen Monat kommen und dann auch wieder gehen. Um so eine laufende Tournee auf die Beine zu stellen, bedarf es viel Organisation und Vorbereitungszeit. Und das bis zu 1,5 Jahre im Voraus. Marcel Bijoux hat ihr Engagement hier beendet und an ihre Stelle tritt Elke Winter. Ich freue mich, dass ich wieder mal in der Transvestiten-Show arbeiten darf. Mutter Natur. Bekommen wir auf der Tournee reichlich zu sehen, wenn wir unterwegs sind zwischen dem Nichts und Nirgendwo. Aber es gibt Städte auf Tournee, an denen selbst Touristen in Scharen auftauchen. Wie zum Beispiel hier in Uelzen, der Bahnhof. Folge den bunten Steinen und sie führen dich vom Zentrum direkt nach Oss. Ach Quatsch. Direkt zum 100-Wasser-Bahnhof. Nach den Plänen des Malers und Architekten Friedensreich 100-Wasser wurde der alte Backsteinbau im Rahmen der Expo 2000 zu einem farbenprächtigen Kunstwerk umgestaltet. Der schönste Bahnhof der Welt ist nur eine Beschreibung der zahlreichen Besucher. Und es ist eines der letzten Projekte, die der Wiener Künstler schuf. Auf den Dächern sprießen Sträucher, bunte Säulen und goldene Kugeln ziehen die Blicke auf sich. Im Inneren bezaubern fantasievolle Mosaike, schillernde Farben und die so typischen abgerundeten Ecken. Licht und Raum schaffen eine ganz besondere Atmosphäre, die den Besuch dieses architektonischen Kunstwerks einmalig macht. Und wen jetzt das Reiseweh und das Fernfieber gepackt hat, soll einfach auf den nächsten Zug springen und hierher fahren. Ich muss zurück zum Theater, denn um 20 Uhr beginnt ja die Show. Ja, dann sind wir wieder im Schlossplatz. Genau, das ist Irene. Aber das ist der Schlossplatz vor dem Theater in Köthen. Vor einigen Jahren wurde der Konzertsaal hier im Schloss restauriert. Und der damalige fürstliche Kapellmeister Johann Sebastian Bach hätte seine wahre Freude gehabt. Nach den allerneuesten Erkenntnissen der Technik wurde dieser Raum in Klang und Akustik ausgerichtet. Und jedes Jahr macht man sich hier die besondere Mühe, uns eine wundervolle Dekoration auf die Bühne zu stellen. Wir sind jetzt in Ihrem ersten Travestia. Willkommen in unserer Welt. Tada! Ja? Ja. Psst. Schon wieder proben. Heute sind die Auf- und Abgänge etwas schwieriger. Aber viel besser geht es doch immer noch mit Musik. Genau! Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Schön, dann sagen Sie es bitte auf Ihrem Gesicht. Nach dem Motto, die kenne ich doch irgendwoher. Hier oben ein bisschen Madonna. Das Kostüm ein bisschen wie Beyoncé. Alles gefangen im Körper von Christina Aguilera. Be
sicherheitstechnisch auf halber Strecke zwischen Kuscheltuch und Räumerdecke. Leute, ich sag, mein Freund beim Frühstück zu mir, mit der neuen Brille siehst du richtig alt aus. Ich sag, ich hab doch gar keine neue Brille. Nee, sagt er, aber ich. Ist das ein tolles Publikum? Nee, das ist eine klasse Show. Aber auch die ist mal aus und wir müssen aus Köthen raus. Und am nächsten Tag sind wir in Braunschweig. Heute ist hier nicht nur ein verkaufsoffener sonniger Sonntag, sondern auch in den Straßen und Gassen vor den historischen Gebäuden und Kirchen eine Menge los. Was hier noch ganz spektakulär nach Abenteuer aussieht, ist nichts weiter als der Versuch von einem Autohaus, Autos zu verkaufen und einer Versicherungsfirma, Versicherungen. Interessant,
war die kleine James-Bond-Ausstellung im City Carré. Allerdings auch sehr klein. An diesem dritten und letzten Tag des ersten Wochenendes im April hatten wir eine Nachmittagsvorstellung in der Komödie. Schlimm, wenn die Knochen älter sind als das Gesicht. So, Cut! Wenn man früher am Tag beginnt, hat man auch früher Feierabend. Und so kommen wir noch bei Sonnenuntergang in Hamburg an.